Es ist der 9. August 1947. Der Zweite Weltkrieg ist nach wie vor in vollem Gange. Japan hat ein Riesenproblem. Schwedische Truppen sind in Japan gelandet. Hätte man jetzt so gar nicht gedacht, aber ja, es ist wirklich Japan. Eine groß angelegte Naval Invasion in Kanada war ebenfalls erfolgreich. Schwedische Truppen schwärmen derzeit in Kanada und auch in den ersten amerikanischen Gebieten aus und versuchen Amerika komplett zu unterwerfen. Das Mercosur-Bündnis befindet sich im Krieg mit der Achse, den Alliierten und dem Anti-German-Bündnis. Für die USA heißt das eine weitere Front im Süden und eine Zwei-Seiten-Penetrierung, die aktuell wohl wirklich am Ende auf eine Niederlage der USA hinlaufen könnte. Doch auch China ist im Krieg mit dem Anti-German-Bündnis, wovon ich auch noch nichts wusste bis gerade eben, als ich die letzte Folge gesehen habe, mit dem sehr verehrten Herrn Krabberich. Übrigens, sehr verehrter Herr Krabberich, gut, dass ich ihn erwähne, das ist auch Ihr Gastgeber für die heutige Folge, völlig überraschend, ich weiß. Begrüßen Sie mit mir die einzig wahre Krabbe auf YouTube. Und wer ist die einzig wahre Krabbe? Genau, das bin ich. Und wer sind die einzig wahren Schalentierchen auf YouTube? Genau, das seid ihr. Herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit dem skandinavischen Empire. Bald hoffentlich auch das skandinavische Weltreich. Ja, es ist lange, lange her, seitdem wir angefangen haben. 1936 haben wir angefangen, das sind 11 Ingame-Jahre. Muss man sich mal überlegen, das ist eine verdammt lange Zeit. Und diese Folge könnte es tatsächlich sein, dass wir zumindest mal Japan aus diesem Krieg mit rausnehmen. Das machen wir natürlich wieder in feinster Handarbeit, soweit das notwendig sein dürfte. Ich weiß es allerdings nicht. Ich erwarte auch tatsächlich gerade nicht mehr zu viel von Japan. Die haben zwar eine unglaubliche Naval Power, allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob die halt noch so truppentechnisch so viel auf dem Kasten haben. Ich schau mal kurz, Japan, naja, 100 Divisionen, wo die sein sollen, weiß man nicht. Angeblich haben sie auch noch jede Menge Factories, nämlich 95, wo die sein sollen, weiß ich auch nicht. Deswegen sehe ich das Ganze relativ entspannt aktuell. Sofern die jetzt nicht innerhalb von Sekunden ihre komplette Armee zurückrufen, dürfte es das gewesen sein mit den Japanern. Haben wir eigentlich schon einen Flughafen erobert? Ja, einen. Da sind auch gleich einige Flugzeuge stationiert. Und da ich in der Zwischenzeit natürlich auch forschungstechnisch schon echt modernen Shit an Flugzeugen habe, haben wir natürlich auch eine relativ hohe Reichweite, was das Ganze angeht. Ja, die Japaner jetzt hier, man sieht das auch gerade schon. Ja, die bekommen Besuch von allen Seiten. Ich erwarte auch nicht, dass die jetzt zu lange standhalten da oben. Die Überreste der japanischen Streitmacht im Norden, um die kümmern wir uns auch noch, um unsere schwedischen Freunde, um genauer zu sein, was ist hier los? Könnt ihr das bitte auch noch schnell erobern? Und danach marschieren wir da bitte dorthin. Die haben aktuell ziemlich hohe Attrition, ich weiß nicht mal warum. Wo ist denn die Hauptstadt? Da ist die Hauptstadt. Also eigentlich macht das keinen Sinn, dass die Attrition allein aktuell. Hiroshima ist gefallen. Diesmal gibt es keine Atombomben, diesmal gibt es Skandinavien. Es ist fast genauso schlimm wahrscheinlich. Ich glaube, wenn die aussuchen könnten zwischen Atombomben und Wikingern, würden sie wahrscheinlich dann doch die Atombomben nehmen. Weil Wikinger bringen wirklich alles um. Und zwar nicht nur in einem bestimmten Radius, sondern die Wikinger bringen alles um, wo auch immer sie hinkommen. Ne? Das ist eben die ganze Geschichte mit den Wikingern. Unsere Truppen in der Zwischenzeit bringen sich alle schön brav in Position, während wir hier oben auch im Norden nach und nach alles ausbauen, was wir ausbauen könnten. Liberia hat kapituliert. Langsam aber sicher, wie gesagt, da schwimmen denen die Fälle davon, den Alliierten. Und mit dem Fall der United States und Japan sind die Alliierten auch tatsächlich dann komplett Geschichte. Da hilft den Japanern auch nichts mehr, dass sie eine Naval Invasion in meinem offiziellen Staatsdienst. Apropos. Die Naval Invasion könnt ihr euch einen Hut schmieren, weil da habe ich meine Armee noch. Ja, ich kann es vergessen. Ja gut, die Japaner versuchen es. Ist allerdings dumm, was sie hier gemacht haben. Jetzt kann ich natürlich meine Armee hernehmen. Und gut, da ist Flussüberquerung mit dabei. Hat trotzdem funktioniert. Wir haben jetzt hier auch unsere ganzen Flugzeuge, die werden natürlich auch, hier die Flughäfen natürlich auch gleich genutzt. Es werden auch nur Fighter, aber wir nutzen sie trotzdem. Kokura ist gefallen, wir marschieren direkt auf Nagasaki. Ich glaube, Japan fällt gleich. War ein ziemlich schneller Fall. Jawohl, das ist nichts, das ist aus, das ist Feierabend. Nagasaki ist gleich Geschichte. Ich wollte eigentlich nicht alle auswählen, sorry. Hier die Offensive bitte nochmal kurz verstärken. Aber ich denke trotzdem, dass Japan eigentlich surrendert, wenn Nagasaki fällt. Vielleicht brauchen wir noch Kagoshima. Ah, dann soll es das eigentlich gewesen sein. Dann bin ich happy. Dann haben wir ein großes Ziel erreicht von mir. Und wir haben weitere 14 Divisionen. Meine Güte, ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Boys. Ey, hört mal auf jetzt. Ich finde es gut auf der anderen Seite. Das ermöglicht uns es nämlich auch in Zukunft dann natürlich eventuell den Krieg mit der Anti-German-Front zu suchen. Weil vorher höre ich nicht auf. Also wenn die Alliierten fallen, das ist das eine. Aber die Anti-German-Front und vielleicht auch noch Deutschland, ich weiß nicht, ich habe irgendwie zurzeit so voll Bock, die Kampagne einfach weiterlaufen zu lassen. So einfach weiterspielen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mal gerne in die Kommentare damit, was eure Meinung dazu. Ich meine, klar, bis ihr das seht, Japan hat übrigens kapituliert. Hätte man nicht gedacht. Adolf Hitler has announced that the cowardly Japanese nation could no longer withstand the pressure from the overwhelming presence of German forces. Totaler Bullshit, weil keine einzige deutsche Truppe Japan gesehen hat, außer mir. Deswegen finde ich das fast schon eine Frechheit, hier
Deutschland als Sieger des Ganzen reinzutun. Das ist wirklich ein Witz eigentlich. Und seht ihr, genau das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auch die Player-Led Peace Conference Mod drin habe, weil ich eigentlich derjenige bin, der immer alles alleine macht hier. Wir haben hier 20% War Participation, 32% hat Deutschland, der Rest ist aufgeteilt zwischen Ländern, die ich nicht kenne, Frankreich und Italien. Aber ich muss wahrscheinlich wirklich die Player-Led Peace Conference Mod rausnehmen, falls die United States nächste Folge fallen. Das Problem ist, dass ich halt, ja, ich weiß nicht, es wird eine relativ große Friedensverhandlung. Und ich weiß halt auch nicht, wer was wo gemacht hat. Ich meine, ich könnte nach Territoriumsgewinn gehen, da hätte ich dann halt Japan für mich. Aber, oder wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich meine, ich weiß ja im Großen und Ganzen, wer wie was gekämpft hat. Ich weiß zum Beispiel auch, wer Frankreich die ganze Zeit gerettet hat. Das ist eine Sache, die die KI nicht mit einrechnet in den Friedensverhandlungen. Dass Frankreich ohne mich nicht mehr existieren würde. Ja, Frankreich gäbe es ohne mich nicht mehr. Italien wahrscheinlich auch nicht, ja. Allein das ist schon der Grund, warum ich eigentlich alleiniges Anrecht auf die Friedensverhandlungen habe. Weil es ohne mich das alles gar nicht mehr gäbe. Die wären ja alle nicht mehr existent. Aber würdigt das jemand? Nö. So, wir starten die Offensive nochmal. Es ist viel Grün dabei, das ist schon mal gut. Hoffen wir mal, das bleibt auch grün, bis die Offensive durchläuft. Ich meine, gut, klar, wir haben viele, viele Einheiten hier. Ihr seht das auch. Die Amerikaner haben hier fast gar keine Truppen mehr. Wir überrennen die auch gerade komplett. Haben natürlich die Flughäfen mit dem Besitz. Natürlich auch Flugzeugunterstützung komplett mit dabei. Hier oben müssen wir eigentlich gar nicht groß machen. Hier gibt es keine Offensive aktuell. Ich finde es jetzt aber auch nicht weiter schlimm, um ehrlich zu sein. Aber wir machen es trotzdem mal. Mit unglaublichen 14 Divisionen und weiteren. Okay, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Stopp, löschen. Kollege, du sollst von hier oben. Hä, warum geht denn das wieder nicht? Ich liebe das Spiel. Egal, dann greifst du halt alleine an. Ohne jegliche Unterstützung von deinen Verbündeten. Das wären eigentlich die da. Weil die sich ja weigern, hier zu unterstützen. Meine Güte, ist es halt so. Logistics Company, ganz wichtig. Verringert die Supply Consumption. Und ich habe die ja, glaube ich, auch überall mit drin. Die, jawohl, Logistics Company. Brauchen wir genauso. Hier habe ich meine Panzerdivision. Da kann ich noch was mit hinzufügen. Machen wir auch hier Logistics Company. Und machen hier Engineer Companies. Mal gucken, ob das ausrüstungstechnisch noch alles langt, was wir haben. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Wir haben Ölprobleme. Wir müssen unbedingt synthetische Raffinerien bauen. Ganz wichtig. Baut natürlich so viele wie möglich. Und dann hoffe ich, dass das reicht. 1, 2, 3, 4. Ich meine, das wäre, wenn es natürlich in Wirklichkeit auch so einfach wäre, man baut synthetische Raffinerien und dann hat man Öl. Gott, da hätte man auf der Welt keine Ölprobleme. Okay, jetzt habe ich das Problem, in 2 Tagen habe ich kein Öl mehr. Wir haben nämlich einen Daily Gain von 11 und einen Verbrauch von 22. Das ist natürlich blöd. Habe auch leider nirgends Öl irgendwo. Da kann ich irgendwo Öl bauen, abbauen, irgendwas erforschen? Nee. Leider nicht. Recruitment in Europe. Ja, Spionage habe ich mal gemacht. Nutze ich trotzdem nicht aus irgendwelchen Gründen. Paramilitary Training ist mir alles egal. Tungstenminen, das können wir mal machen. Aber sonst. Eine Offensive ohne Öl ist übrigens immer schlecht, weil das bringt hohe Penalties. Wir können mal hier reingucken, ob das hier auch schon mit reinkommt. Nein, hier zum Beispiel jetzt nicht. Das Problem ist aber, dass die Luftwaffe deutlich ineffizienter ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo man das sieht. Das ist das Problem. Fuel ist corrupt. Okay, wir brauchen hier nichts. Ich weiß nicht mehr genau, wo man das sieht, wie viel Öl verbraucht oder was die Penalties sind, dass wir kein Öl haben. Aber jedenfalls ist das vor allem für die Luftwaffe und für motorisierte Einheiten halt ganz, ganz schlecht, dass man kein Öl hat. Die Amerikaner hier mit großen Panzerdivisionen, aber die dürften alles in allem nicht wirklich in der Lage sein, dagegen unsere Großoffensive, wirklich ist es eine Riesenoffensive, muss man auch einfach sagen, mega viele Einheiten, die ich jetzt hier hinschicke an die amerikanische Front. Deutschland ist ja auch mit am Werk. Zwar nicht groß, aber sind mit am Werk. Da oben gibt es noch ein paar Überreste. Alles in allem nichts Dramatisches. Wie gesagt, Japan ist gefallen. Das war das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Auch wenn es hier noch amerikanische Truppen auf dieser Insel gibt. Da schicken wir mal unsere Armee mit hin gleich. Die können dann quasi direkt hergehen und den Rest von Japan noch erobern. Einfach hier hin. Wenn es mal funktionieren würde. Funktioniert allerdings nicht. Warum genau? Weiß es nicht, hallo? Warum Spiel kaputt machen? Ihr. Hier Angriff. Jetzt geht's. So. Starten wir die Offensive dann auch gleich. Ich erwarte nicht, dass die Amerikaner da großen Widerstand leisten können. Und das hier wird das Interessanteste, ne? Wann surrendert Kanada? Wann schaffen wir es großflächig in den USA auch Einzug zu halten? Das sind so die zwei interessantesten Sachen aktuell, die es zu klären gibt. Weil die USA sind natürlich alles in allem interessantes Target, muss man nicht drüber diskutieren. Ein schön großes Land, viele Ressourcen, aber halt auch viel Manpower und viel Truppen. Trotz allem, muss man natürlich auch dazu sagen.
Hier sieht es düster aus. Auch hier viele Divisionen wieder eingekesselt worden. Abgeschnitten von der überwältigenden Macht der Wikinger, der nordischen, skandinavischen Reiche, des skandinavischen Empires. Aber wo skandinavischen Empires? Kurze Frage. Gab es nicht irgendwo noch die Option, Proclaim Northern, die dänischen Staaten habe ich nicht alle, was? Ja, das hatte ich jetzt aber für ein Gerücht. Ah ne, warte mal, schau mal, da gab es ja noch irgendwas. Irgendwas war das Problem dran. Ich weiß nicht mal, was es war. Das hier war es, ne? Das brauche ich noch. State Owner ist Island und, okay, das ist der Grund. Schau, wenn ich das habe, dann kann ich Nordic Unity machen. Das möchte ich auch auf alle Fälle nochmal gemacht haben, dieses Jahr. Bin ich gespannt, was dann passiert. Werden alle unsere Truppen jetzt wirklich auch im großen Stil in die USA einfallen. Wir müssen natürlich hier alle unsere zur Verfügung stehenden Mittel ausgeben. Airbases upgraden, bauen. Häfen brauche ich wahrscheinlich gar nicht so viele. Wir brauchen trotzdem mal ein paar Häfen da, da, da. Hauptsache, dass wir Häfen haben. Auch ganz wichtig, hier in so einem kleinen Seenhafen zu haben. Ich weiß nicht, was das für ein See ist. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Soweit, ich meine, dass meine geografischen Kenntnisse manchmal leicht anzuzweifeln sind, wissen wir alle. Aber in dem Fall habe ich absolut keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch zu verzeihen, dass ich nicht weiß, wie man das hier nennt oder was das für ein Fluss ist oder was für ein See. Auf alle Fälle führt da ein Fluss durch. Da könnten wahrscheinlich auch Schiffe durchfahren. Aber die würden hier wahrscheinlich nicht rauskommen aus der Region, oder? Nee, glaube nicht. Aber egal. Die United States, noch haben sie eine kleine Front. Noch können sie die sicherlich auch gut verteidigen. Auch wenn hier gar keine Einheiten sind, sehe ich gerade. Ich würde fast schon sagen, wir gehen in die nächste Stufe über und machen maximale Aggressivität. Und das sieht man auch direkt. Jawohl, viel Grün, super. Ganz wichtig. Ich weiß, wir werden jetzt viele, viele Verluste machen. Müssen wir auch ganz klar sagen. Wir werden Millionen Menschen verlieren. Wir haben schon 1,9 Millionen Verluste gemacht. Die meisten dabei von den United States of America. Es wird auch nicht besser werden. Ja, doch, die Verluste weiter hochhalten. Die Verluste werden natürlich deutlich steigen. Aber, und das ist eben das Entscheidende, wir werden diesen Krieg letzten Endes gewinnen. Und das ist eben alles, worauf es ankommt. Da kann man auch die Verluste in Kauf nehmen. Und wie die Friedensverhandlungen dann ablaufen, ja, das weiß ich noch nicht. Das muss man gucken. Kann halt wirklich sein, dass ich dafür die Player-Led Peace Conference Mod kurz ausmache und einfach mal gucke, was die KI macht in der Situation. Und was da so passiert. Auf alle Fälle das nächste, was ich machen möchte, ist Südkorea zu meinem Core-State zu machen. Zum einen verliere ich da relativ hohen Anteil an Garrison, die ich habe in der Region. Des Weiteren bekomme ich natürlich durch diese 16,98 Millionen. Ich glaube, über 1 Million neue Soldaten. Das ist natürlich auch nicht ohne. Das darf man nicht unterschätzen. In Southern Indien gibt es Naval Invasion, Arabien, Brasilien. Das juckt mich alles nicht. Deutsches Reich und United States arbeiten hier Hand in Hand gegen Brasilien. Ist auch interessant. Es ist ironisch. Das Deutsche Reich mit einer Naval Invasion, die Amerikaner mit einer Naval Invasion gegen Maltico, Maltica, Mercosul. Ach, alles fast dasselbe. Meine Güte, stellt euch nicht so an. Aber noch haben die Amis gut lachen. Aber die Front ist eh schon so klein. Und ich überrenne die gerade, ne? Die haben fast keine Einheiten mehr, die Amis. Obwohl sie angeblich noch um die 200 Einheiten haben. Angeblich. Man weiß nicht genau wo und warum. Jedenfalls auch Kanada wird gerade komplett überlaufen. Finde ich super. Die Amerikaner haben es ja auch hier mal kurzzeitig geschafft. Die Region hier zu erobern, sind hier aber auch komplett gescheitert jetzt. Wurden da komplett zurückgedrängt. Wurden abgeschnitten von der Außenwelt. In Guatemala, die schaffen das auch gerade. Das ist jetzt hier gerade ein Rush auf die United States, by the way, ne? Das ist hier gerade ein Rush. Es ist kein Krieg mehr, das ist kein Kampf mehr, das ist nicht mehr fair. Das ist wirklich noch ein Rush. Es geht hier darum, möglichst schnell, möglichst viele Regionen zu erobern. Muss ich jetzt auch mal, by the way, muss ich einfach mal so auch anerkennen, aber mal so sagen. Mal gucken, was die Manpower sagt. 1,2 Millionen sind es jetzt. Schauen wir mal, wie viel es sind, sobald die komplette Region befriedet wurde. In Südkorea bin ich sehr gespannt. Ich schätze, 2,5 Millionen werde ich dann haben. Zumindest sollte das dann auch meine leicht gestretchten Rekrutenreserven leicht entspannen, hoffe ich. Dauert noch kurz, bis sie kommen. Sunshine killed over Great Lakes. War Support minus 2, das ist schlecht. Zum Glück habe ich eh so hohen War Support. Stabilität ist bei 30%, könnte besser sein. Xinjiang, was? Belarus, wie? Was habe ich verpasst? Belarus? Hä, gibt's doch gar nicht. Aber Xinjiang ist jetzt mit dem Krieg. Ist natürlich blöd gelaufen. In dem Fall, dass Xinjiang sich entschlossen hat, der Verliererseite auch aktiv beizutreten. Bis zu dem jetzigen Zeitpunkt war sie nur passiv mit dabei. Jetzt sind sie auch aktiv mit dabei. New York fällt gleich. New York ist gleich Geschichte. Damit geht eine große Region mit 15 Millionen Einwohnern uns. 3,15 Millionen Manpower. Okay, das ist etwas mehr, als ich erwartet hatte tatsächlich.
Die Überreste der kanadischen Armee, die hier noch irgendwie verzwirbelt sind in so komischen Frontverschnitten, die ich nicht ganz verstehe. Ach nee, das ist USA-Territorium jetzt hat. Wir greifen die quasi von hinten mit an. Kanada fällt auch nach und nach. Die United States, das ist kein Spaß mehr. Die sind gleich Geschichte. Beiler Feindschaft. Die Maliku-Staaten oder wie die heißen, überrennen die Amerikaner von Süden, ich überrenne sie von Norden. Das ist eigentlich nur noch die Frage, wer kriegt am meisten ab vom Kuchen? Und ich habe die Play Let Peace Conference Mod deaktiviert. Das habe ich tatsächlich gemacht, ich habe es wirklich deaktiviert. Ich werde sie auch ab sofort in Zukunft nicht benutzen. Einfach weil ich mal wieder wissen will, wie es ist, so zu spielen, wie das Spiel in Anführungsstrichen gespielt werden sollte. Verluste sind 2,6 Millionen. Australien ist als Major mit drin, das ist mir egal, die werde ich nachher rausnehmen, das ist mir zu blöd, dass ich jetzt hier wieder ewig hinter jeden einzelnen Popelnation herlaufe, die jetzt alle zu Majors werden, damit das Spiel seinen Willen bekommt, dass irgendeine Nation nicht surrendert, ist mir wurscht, wie gesagt, die nehmen wir nachher mit raus, wenn die United States kapitulieren, dann sind die Alliierten offiziell zu Ende, Australien kann dann meinetwegen seinen eigenen Kampf führen, das ist mir Latte, ehrlich gesagt, das ist mir wurscht, aber das sehe ich nicht ein, das langweilt mich schon wieder, weil das ist so ein Ding, es gibt Major-Nationen, Großbritannien, Frankreich, Italien, England, Deutschland, Russland, das sind Majors, Japan meinetwegen noch, meinetwegen China, aber Australien, Leute, lasst es mal gut sein, echt. So, ach ja, okay, ein, zwei Majors sind schon raus aus dem Krieg, lasst mal noch mal ein, zwei neue Majors machen. Und irgendwann ist dann Bangladesch Major und danach ist Tibet Major und dann bin ich Major irgendwann auch nochmal. Meine Großmutter ist dann irgendwann Major und dann kannst du hier ewig spielen, dann endet das Spiel gar nicht mehr. Aber ich habe absolut kein Interesse dran, so leid es mir tut. Tut mir leid für alle, die das irgendwie anders sehen oder die denken, dass ich das falsch mache oder denke oder tue. Da tut es mir sehr leid, aber das sehe ich einfach nicht ein. Ich habe übrigens, interessanterweise, wundere mich ein bisschen gerade, habe ich nur unwesentlich weniger Factories als das Deutsche Reich. Was mich ein bisschen wundert eigentlich, weil schaut euch das Deutsche Reich mal bitte an. Schaut, wie groß die sind. Na gut, auf der anderen Seite, die haben natürlich viele Gebiete, die nur besetzt sind mit Widerstand, wo sie nichts bauen können. Ja, gut, hat schon alles seine Vor- und Nachteile. Die Amis sind ja auch serious, oder? Die tun hier wirklich an meiner Front die ganzen Einheiten stationieren. Also vom Süden her werden sie überlaufen und gegen mich kämpfen sie wie die Irren, oder was? Ist aber auch krass, Alter. Ist auch eine krasse Einstellung von den amerikanischen Boys. Wir brauchen Light Tanks. Kümmern wir uns mal kurz um die Light Tanks. Haben eben ein bisschen Panzer. Light Tanks sind wo genau? Okay, wir haben so viele Fighter. Okay, wir haben so viel von den Sachen auf Lager. Kann ich jetzt wirklich mal ganz entspannt die Produktion von dem ganzen Zeug gleich drosseln in der Zwischenzeit. Darf ich mal die Light-Tank-Produktion minimal erhöhen. Ganz leicht. Ganz leicht erhöhen. Fehlen uns wieder Ressourcen. Und zwar Stahl ohne Ende. Das wird sich denn jetzt sicherlich verbessern. 4 Factories brauchen wir und dann können wir das komplette Stahl kaufen. Cool. Den Handel mit den Boys kann ich einstellen. Mit den Boys auch. Finde ich eigentlich cool, dass man von besetzten Gebieten mit nur einer Factory gleich 80 Ressourcen bekommt. Das ist tatsächlich etwas, das wusste ich bis vor kurzem ja noch gar nicht, dass das überhaupt so geändert wurde. Finde ich aber total cool. Aber in der Zwischenzeit ein Daily Gain von 13,7 ist immer noch viel zu wenig. Ich habe jetzt schon ein paar gebaut, aber das Problem ist, ich müsste Öl handeln. Mal kurz gucken. Kann ich mit wem ich Öl handeln kann überhaupt aktuell? Mit wem geht denn das? Mit euch handle ich erstmal nicht mehr. Wir haben eh schon 170 Öl. Keiner von meinen Untertanen. Wir handeln einfach mal alles Öl, was wir handeln können. 320. Super. Daily Gain 24k. Muss man sich überlegen, wie viel Öl man hier eigentlich braucht heutzutage, ne? Schon krass. Wir stoppen jetzt auch mal ganz kurz die Offensive. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sich unsere Truppen kurz regenerieren. Die müssen sich mal ganz kurz entspannen. Und dann tun wir einfach kurz warten, bis der Battle Plan Preparation Bonus und Co. wieder voll ist. Und dann starten wir quasi eine erneute Offensive. Und ich bin auch sehr gespannt, was die Friedensverhandlungen nachher bringen. Relativ interessant. Wie immer. State of Japan hat eine Naval Invasion gestartet. Man fragt sich, wo die Boys herkommen aus Japan. Die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Aber egal. Ist halt so. Meine Güte. Kommen halt irgendwo aus dem Untergrund. Und wir können hier wieder ein paar Civilian Factories rein spammen. Manch einer würde jetzt sagen, Junge, was machst du? Warum so viele? Ich würde sagen, ist alles Taktik, Boys. Bin schon sehr auf die Friedensverhandlung gespannt nachher. So, wir haben jetzt unsere Offensive gestoppt. Wir haben ein bisschen uns regeneriert, ein paar Truppen wiederhergestellt. Ich habe auch einige Einheiten verloren, muss man auch mal dazu sagen. Aber wir machen direkt weiter. Wir starten die Offensive aufs Neue. Das andere, was ich kurz mache, wir werden eh wieder überall Einheiten über haben, jawohl. Mit denen tue ich einfach meine verlorenen Einheiten wieder auffüllen. Mir auch relativ egal gerade. Letzten Endes geht es ja nur noch um die Welteroberung.
Damit wir für das schwedische Volk, für die Nordic Union, möglichst viel Territorium erobern. Das ist ja das Ziel. Und dafür bin ich bereit, alles zu tun. Und alles zu opfern. Dramatisch, ich weiß, ich weiß. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, hier ist eine komplette Flussüberquerung. Da kommst du so nur sehr, sehr schwer rüber. Das ist das Problem, was ich jetzt aktuell habe. Warum wir hier auch nicht wirklich weiterkommen. Hier unten die Offensive unserer verbündeten Feinde. Die ist auch zum Erliegen gekommen. Wie schaut es hier eigentlich aus? Nicht, dass ich hier aus dem Seben angegriffen werde? Nö. Das ist alles meins. Das ist alles ganz entspannt. Das ist super. Ja. Auch Afrika ist in der Zwischenzeit größtenteils in Achsen- bzw. Anti-German-Hand. Die Alliierten sind noch da nicht mehr wirklich vorhanden. Die Brasilianer haben auch Besuch von allen Seiten, aber meine einzige große Hoffnung ist nach wie vor, dass die USA irgendwann fallen. Der einzige Weg ist halt hin und wieder die Offensiven stoppen, Battle Plan Preparation Bonus und dann wieder versuchen die Offensive zu starten und dann hoffen, dass es halt irgendwann mal klappt, dass wir über die Flüsse auch mal rüberkommen irgendwann. So wie wir das jetzt hier schaffen, dass wir eventuell hier von der Seite erfolgreich sind mit unserer Offensive. Das ist quasi das Ziel. Verluste werden wir machen. Aber das ist halt auch ein Krieg. Da macht man Verluste. Das ist ja nicht so, dass wir hier Tennis spielen. Gut, manchmal kommt es mir auch so vor, aber ist ja, letzten Endes müssen wir ja auch Krieg spielen. Und hier auch eine weitere Flussüberquerung. Hier haben wir es zum ersten Mal geschafft. Da stehen wir vor Kansas City. Den Fluss haben wir hier erfolgreich überqueren können. Und auch hier schaut es so danach aus, dass wir die amerikanischen Divisionen eventuell sogar einkesseln könnten. Vor Washington. Na, irgendjemand ist verwundert, das juckt mich nicht. Die wollen mir was schicken. Dankeschön. Vielen Dank für eure Spende. Und die sind eingekesselt, super, ganz wichtig. Das sind 7, 9, das sind einige amerikanische Divisionen, die hier eingekesselt sind. Das heißt, früher oder später macht es für uns natürlich wieder einfacher, wenn ich die Offensive auch hier wieder stoppen muss jetzt tatsächlich. Gerade die wollen jetzt hier alle Sachen schicken. Das ist schlecht, wenn dann die Verbündeten alle Sachen schicken. Das heißt nämlich, ja, wir haben kein Infanterie-Equipment mehr. Das ist dann doch tatsächlich mal wieder etwas problematischer. Kein Infanterie-Equipment, weil Infanterie-Equipment ist mit das Wichtigste eigentlich im Spiel. Wir tun mal die Light-Tank-Produktion drosseln. Und dann heißt das für mich quasi, ich brauche mehr Military Factories. Bauen wir doch auch am besten gleich mal welche. Military Factories. Bauen wir hier Großbritannien Military Factories rein. Hier noch Military. Sonst noch irgendwo was? Jawohl, hier können wir noch Military Factories bauen. So. Dann hoffe ich, dass danach das Ganze relativ entspannt ist wieder. Vor allem, wenn wir danach eine neue Region bekommen und all das. Oh. Ja, aber das brauche ich für meine Verbündeten, genau. Warum nicht? Kann man machen. Ich bin ja kein egoistischer Spieler. Hust. Die sind eingekesselt. Wie gesagt, die haben schon, man sieht das auch gleich, Attrition. Da wird die Organisation mit der Zeit sinken. Da ist ein Flughafen. Das ist ein ziemlich großer Flughafen. Also ziemlich viele Flugzeuge. Und wir haben ja hier eh keine Luftüberlegenheit. Das ist wirklich stark umkämpft. Aber mit dem Erobern von eben solchen Flughäfen könnte man das eventuell auch wieder wenden, dieses Schicksal, was aktuell gegen uns läuft. Leider aktuell, man sieht das auch, die Amerikaner wirklich noch sehr, sehr standhaft. Ach, dazu kommt, wir haben wirklich große Ausrüstungsprobleme. Läuft aktuell nicht so gut für uns. Wir arbeiten uns jetzt hier Stück für Stück vor. Wir starten die nächste Offensive. Oh Gott, hier unten ist alles rot. Aber warum ist hier alles rot? Es ist nach wie vor die Flussüberquerung das Problem. Diese Flussüberquerung, die killt mich ein bisschen. Auch generell die Front hier gegen die Amerikaner. Die Amerikaner haben sich hier wirklich gut eingegraben. Auch wenn wir es an ein oder anderen Stelle hin und wieder schaffen, durchzustoßen. Vor allem da, wo dann keine Flussüberquerung mehr uns den Weg blockiert. Aber wo Flüsse sind, ist ein bisschen tricky. Da müssen wir ein bisschen anders agieren. Müssen wir ein bisschen upgraden. Infrastruktur, mehr Flugzeuge. Das ist wahrscheinlich der Weg, den wir gehen müssen. Logistics Company 5 ist natürlich auch hilfreich, aber wir brauchen auch vor allem mehr Flugzeuge. Flughäfen upgraden, mehr Flugzeuge hierher bringen. Das ist das Ding, was wir hier marschieren müssen. Ich habe jetzt zumindest mal so viele Flugzeuge hier überall zugewiesen, wie jetzt aktuell mir möglich ist, meine aktuellen Limitierungen, die hier auch sind. Problem ist natürlich nach wie vor sehr, dass es mega umkämpft. Die Amerikaner haben hier auch mega viele Flugzeuge. Wir könnten zumindest mal ganz kurz hergehen, das können wir wirklich mal machen nebenbei und können die zumindest nochmal upgraden, die Flugzeuge. Gut, Transportplanes brauchen wir eigentlich keine, die sind gestorben. Torpedobomber brauchen wir eigentlich auch keine. Die Produktion von Torpedobomber können wir auch einstellen. Dive Bomber 44er, Medium Bomber habe ich wirklich erst, immer noch erst die 36er, auch krass. Tun wir die nochmal upgraden, mit jeweils 2, natürlich mega teuer. Aber dafür könnte man sich vielleicht sogar wirklich überlegen, dass man die einfach lässt, diese 44er Fighter, und nicht mit einer moderneren Version upgradet. Dann haben wir die Dive Bomber, die haben wir noch gar nicht geupgradet, sehe ich gerade. Also, wichtig, dass wir das jetzt hier mal nachgeholt haben.
tun die deaktivieren, die nehmen wir dafür rein. Da haben wir dann in Zukunft sogar noch stärkere. Dann brauchen wir trotz allem, würde ich gerne dann nochmal die besseren Medium-Bomber erforschen. Ja, dann warten wir mal ab, wie das sich entwickelt. Ne? Wir haben jetzt mehr Flugzeuge hier reingeschmissen. Wir bauen die Flughäfen aus. Da ist auch noch ein großer Flughafen. Problem ist, range-technisch weiß ich nicht so genau. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit hinten, befürchte ich fast. Wir brauchen einfach mehr Flughäfen an der Front. Die baue ich zwar, aber es dauert natürlich auch noch ein bisschen. Und so einen Fluss zu überqueren ist nicht einfach. Vor allem die Amerikaner haben hier aktuell noch die Luftüberlegenheit. Die haben hier auch mehr Luftsupport. Da durchzukommen ist leider nicht unbedingt. Aber können wir doch ihn mit hier schicken. Umso mehr, umso besser. Okay, trotz Luftunterstützung könnten wir es hier eventuell schaffen, sogar den Fluss zu überqueren. Müssen es halt ein bisschen mehr klein-klein machen. Washington zu erobern wäre natürlich auch für mich ganz groß. Aber das klappt ja überhaupt nicht. Weil die eingebunkert sind. Sein Vater und plus Luftunterstützung. Da durchzukommen ist unmöglich. Aktuell. Okay, ne, kannst du knicken. Kannst du knicken. Stopp, abbrechen. Wir machen weiter mit unserer Forschung für die Artillerie. Dann schauen wir einfach quasi, dass wir immer hin und wieder mal hier Offensiven starten. Wieder ein bisschen zurückziehen, Offensive starten. Quasi Start-Stopp, wie so ein Auto, Start-Stopp-Mechanik. So wird das jetzt hier auch darauf hinauslaufen. Die hier aber den Fluss zumindest mal überquert, das ist schon mal etwas. Versuchen wir hier direkt den Flughafen zu erobern. Das ist ein großer Flughafen, da sind um die 2000 Planes stationiert. Das wird ebenfalls ein weiterer schwerer Schlag für die amerikanische Luftflotte sein, wenn wir den erobern. Ja, jetzt müssen sie alle da hinten umziehen und meine Flugzeuge können sich natürlich hier alle aufhalten. Jetzt starten wir nochmal eine Offensive wieder. Schauen wir mal, wie es diesmal abläuft. Wir gehen auch nicht sofort wieder zurück. Das sieht schon mal etwas besser aus. Wahrscheinlich auch, weil denen jetzt natürlich Flugzeuge fehlen, aber das sieht doch schon mal deutlich schöner aus, auch was die Luftüberlegenheit angeht. Super. Ganz toll. Mein War Participation aktuell liegt auch, glaube ich, schon unglaublich hoch bei 27%. Wir sind also quasi schon kurz davor, dass wir die größte Fraktion in dem Krieg sind. Muss man auch erstmal schaffen als nordische Fraktion. Gehen mal etwas raus und schauen das Ganze hier entspannt an. Ein paar grüne Punkte sind dabei. Auch ein paar rote Punkte sind dabei, aber alles in allem, glaube ich, können wir die Offensive jetzt hier einfach mal so auch weiterlaufen lassen. Das müssten wir nochmal ganz kurz erobern vielleicht. Nicht, dass da von hinten dann irgendein Rückschlag kommt quasi, irgendeine Gegenoffensive. Aber alles in allem, jawohl, der Fluss ist hinter uns. Wir marschieren jetzt hier groß in amerikanisches Territorium ein, ganz wichtig. Hier die Naval Invasion haben die Deutschen wieder erfolgreich zurückgeschlagen. Und dann wird die United States, die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, in Nordamerika werden wahrscheinlich früher oder später surrendern. So muss es sein. Dann bleibt natürlich noch die Frage, wenn die Alliierten weg sind, wie schaut die Welt danach aus? Und kann das Anti-German-Bündnis dann quasi die Rache, die dann kommen wird von Deutschland und Schweden, weil Schweden wird natürlich Deutschland unterstützen, und andersrum, wenn die Kriegserklärung kommt gegen das Anti-German-Bündnis, ich hoffe ja auch, dass die Deutschen mich unterstützen, weil ich werde natürlich Krieg erklären müssen. Ich hoffe, dass die Deutschen mich unterstützen. Aber da ist natürlich die Frage, kann das Anti-German-Bündnis dann gegen so eine große Supermacht, die dann auch entstehen wird nach diesen Friedensverhandlungen, können die da irgendwas einwenden? Ich weiß ja nicht. Die USA sind auf alle Fälle bald Geschichte. Das war's mit denen, die nächste Folge. Schau es auch hier schon mal an. Die surrendern bei 20%, sind bereits bei 50% runter. Washington wird auch früher oder später fallen, die können nicht mehr ewig standhalten. Dafür ist das jetzt hier auch mit der Luftüberlegenheit und all dem, ist jetzt hier doch zu etwas zu drücken, glaube ich, auf lange Sicht. Vor allem kann ich natürlich notfalls noch viel mehr Flugzeuge nachpushen. Das wird nicht mehr das Problem sein. Den USA gehen natürlich jetzt langsam aber sicher die Fabriken aus, die Region aus, die Manpower aus und die Soldaten natürlich. Weil sie auch hier sehen, das ist jetzt schieben wir sie nur noch vor uns hin. Haben wir nochmal gut standgehalten, die Amis, hätte ich so nicht erwartet. Haben nochmal einen echt guten Job gemacht. Die Angriffe auf Washington sind leider vergebens. Da ist ein 10er Fort. Das erklärt einiges. Deswegen sind die Angriffe alle teilweise so vergebens. Aber ist auch egal. Müssen wir auch nicht unbedingt gleich erobern. Können das ja auch morgen erobern. Wir können übrigens auch die Aggressivität etwas runterfahren einfach. Das sollte die Situation etwas entspannen, was den Verlust von Einheiten aufgrund Ausrüstungsmangel angeht. Aber ansonsten erwarte ich, dass die USA früher oder später surrendern. Ansonsten... Die Kollegen, die müssen auch nochmal irgendwann surrendern. Wie wir da hinkommen, weiß ich noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie Hunan den Krieg erklären. Schauen wir mal, wer sich da dann noch einmischen sollte. Auf der anderen Seite würde ich mir auch zufrieden geben, wenn wir einfach nur noch das Anti-German-Bündnis besiegen. Und dann vielleicht Interesse aber die Deutschen angreifen. Das weiß ich noch nicht. The Provisional Government of the Republic of Finland. They are not ready yet. Oder eine Collaboration Government. They are not ready yet. Ich will die nicht. Das ist mein Land. Das ist mein Territorium. Ich mache hier keine Kollaborationsregierung.
Brauchen wir gar nicht anfangen, sowas. Mit dieser wunderschönen Übersicht, diesen vielen grünen Punkten, verabschiede ich mich von dieser Folge. Für euch, für diese Folge von euch, meinte ich natürlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder zu Hearts of Iron 4 mit dem skandinavischen Empire und dann wahrscheinlich kein United States und kein Alliierten mehr. Mach's gut. Tschüss.